Prinz Harry sieht sich einem brutalen TV-Angriff ausgesetzt, nachdem jüngste Berichte besagten, dass er einst geglaubt hatte, er sei einem größeren Risiko ausgesetzt als seine verstorbene Mutter, Prinzessin Diana. Prinz Harry und Meghan Markle wurden im jüngsten TV-Angriff wegen wieder aufgetauchter Behauptungen über seine Sicherheit brutal mit dem Spitznamen Ginge in Winge bezeichnet. Es wurde berichtet, dass der Herzog von Sussex einst glaubte, er sei einem größeren Risiko, ausgesetzt als seine verstorbene Mutter, Prinzessin Diana, insbesondere aufgrund der zusätzlichen Schichten von Rassismus und Extremismus. Dem 39-Jährigen wurde Anfang dieser Woche ein schwerer Schlag versetzt, als bekannt wurde, dass er seinen Rechtsstreit um einen vom Steuerzahler finanzierten Sicherheitsschutz bei einem Besuch im Vereinigten Königreich verloren hatte. Paul Borel, ein ehemaliger königlicher Butler, der elf Jahre lang an der Seite der verstorbenen Prinzessin Diana gearbeitet hat, sagte gegenüber GB News. Ich denke, ehrlich gesagt, die britische Öffentlichkeit hat das Gejammer und Gejammer satt und wünschte, sie würden in Amerika bleiben, denn wenn das so wäre, wenn sie dort geblieben wären, müssten sie nicht die Demütigung ertragen, nach Großbritannien zu kommen. Auf die Frage, ob für ihn ein größeres Risiko, sei als für seine verstorbene Mutter, sagte Frau Borell einfach, Patrick, ehrlich, verdeutlicht das nicht nur die Tatsache, dass Harry voller Selbstgefälligkeit ist und ein übertriebenes Gefühl hat, sein Ego ist egoistisch und es ist egoistisch von ihm zu glauben, er sei einem größeren Risiko ausgesetzt als seine Mutter. Herr Borell kritisiert auch Harrys Behauptungen, die Entscheidung bezüglich seiner Sicherheit sei, ohne sein Wissen, getroffen worden. Er sagte, Punkt und jetzt zu sagen, dass dies ohne sein Wissen geschehen ist, ist ganz offen gesagt falsch. Das ist wieder einmal eine von Harrys Wahrheiten, und warum sollte der britische Steuerzahler die Rechnung für die Sicherheit einer amerikanischen Berühmtheit bezahlen, die Großbritannien besucht? Herr Borrell bekräftigte außerdem, dass es Harrys Entscheidung sei, als arbeitender König zurückzutreten und das Vereinigte Königreich zu verlassen. Der ehemalige Butler sagte zu Gastgeber Patrick Christie, Darf ich Sie nur daran erinnern, dass Harry sich entschieden hat, die königliche Familie zu verlassen, es war seine Entscheidung. Ich halte es für eine arrogante Position zu glauben, dass er so wichtig ist, dass er die königliche Familie verlassen wollte. Seit er das Gerichtsverfahren am Mittwoch verloren hat, wird berichtet, dass Harry plant, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen. Im Gespräch mit Express US hat ein königlicher Autor argumentiert, dass Prinz Harry's Berufung wegen der Sicherheitsdetails nicht nur vor dem obersten Gerichtshof, sondern auch vor dem Gericht der öffentlichen Meinung scheitern würde.